geht's. Herhören. Ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren. Junge, die Lobby von dem Typen ist ja richtig eklig. Agenten, auf der vermutlich alles draufsteht, was wir über sein Netzwerk wissen müssen. Wir müssen nur rankommen. Wir wissen, wo Eldridge sich aufhält und könnten ihn jederzeit dingfest machen. Aber wenn wir nicht zuerst die Diskette knacken, bleibt sein Netzwerk womöglich intakt. Du könntest auf Missionen Infos finden, die uns helfen, den Code der Diskette zu knacken. Halte die Augen offen. Oh. Du könntest auf Missionen Infos... Okay. Ja. Hinweis, entschlüsseln. Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln, können wir vielleicht den gesamten Spionagering ausschalten. Ja. Darum brauchen wir dich. Zeig, was du kannst. Man levelt Waffen und sich selbst im Zombie-Modus einfach mit. Okay. Fehlende Teile. Simpson. Wir haben diese kodierte Nachricht bei ihm entdeckt. Wir glauben, dass sie für den US-Spionagering bestimmt ist, aber noch konnte sie niemand entschlüsseln. Zeig ihnen, wie das geht. Boah, Digga, was ist das? Oh! Du da was einfügen? Ja. Da muss ich hier wahrscheinlich einen Code eingeben. Oh ja. Ach, das sind Sachen, die sammelst du über die Kampagne, oder wie? Ja, ich denke. Oh, lol. Oder da oben den, soll ich mal die 5028 eingeben? Komm, ich probier's mal. Hä? Was hat's funktioniert? Fass mal. Ich glaube, die 5028 hat sogar gestimmt. Ah nee, in den Missionen sind besondere Beweisstücke versteckt, die Hinweise auf das Passwort der Diskette enthalten. Okay, das heißt, ich muss die Mission starten. So. Wenn du vor der Eliminierung von Robert Aldrich die Verschlüsselung der Diskette nicht knackst, könnte seine Spionagering entkommen. Okay, ich muss also, bevor ich den Typ kill, die Sachen finden. Okay, ich sag Mason und Woods, dass wir soweit sind. Sie werden sich darum kümmern. Laut unserer Quelle ist Eldridge durch Colorado nach Süden ins nördliche New Mexico unterwegs. Dort werden wir seinen Wagen abfangen. Wir lassen nicht zu, dass ein Ex-CIA-Agent eine Spionagefabrik für Perseus leitet. Begraben wir das Arschloch. Schlaganfall-Tarnung. Cool, dass der andere da AFK rumsteht. Jojo, penn du nur weiter, alles gut, ich hab's unter Kontrolle. Ich fass es nicht, dass Eldridge die CIA verraten hat.
Oh. Er hat das ganze verdammte Land verraten. Ja, merkt man schon an dem Bild. Phoenix 2-4, hier ist Phoenix 2-1. Ankunft in 30 Sekunden. Dann korrekt. Es geht los, Mason. Erstmal Platz konntest du nicht suchen. So, soll ich dir was sagen? Mein Charakter hat die deutsche Synchronstimme von Billy Butcher aus The Boys. Oh nee, ey. Doch! Zeit für eine Botschaft. Hört Note. Licht. Eldritch ist in einem der Wagen. Ja. Wir gehen heiß rein. Achte auf Flüchtige. Wir blockieren den Konvoi. 2-1, Feuerschutz geben. Leute, oder vielmehr die eine Person da. Ihn ab hier. Soll ich das jetzt ernsthaft ganz alleine machen hier? Warum hab ich eine M16? Oder eine M60? Ach ja, moin. Wer auf dem Dach von dem Gebäude? Boah. Wo ist das Ziel? Halala. Komm her. Der war ja noch einigermaßen gut. Oh nee, auch nicht. Ach, fuck! Das war's. Autsch. Ja, bitte. Ja, warte mal. Kann ich denn hier nicht jetzt Beweise finden, wenn es heißt, ich kann in die Mission. Schon weg, das Ding, klasse. Los zum Motel! Sieht nicht so aus, hä? Coole Sache. Jo, ich bin noch. Rushen wir mal die Party-Base. 2-1, wir gehen rauf. Verstanden. Let's go. Wir sehen uns danach für die Extraktion. Eldritch, gehen die Optionen aus. Komm, Mason. Hier ist es. Töte diesen Wichser. Oh, nein, ich stuck. Yo, ich stuck. Klasse. Toller Mate, macht Spaß mit so einem. Super Typ. Ist erledigt. Mason, wir brauchen ein Bild von Eldritch. Oh, lol. Verräterkapitel. Also, oh. Scheißseiten. Hab das Foto. Nee, mit dem. Los auf. Jo! Tim, Feuer. Er ist verschossen, muss bald drehen! Unser Taxi! Sophie hat ja. Probleme! 2-1 ist Schrott, müssen hier weg! Verstanden, oh. Kehre zurück. Mason, die haben Freunde! Push.
würde. Da habe ich den Typ ja aber schon gekillt und habe keine Beweise gefunden, oder? Beweise sammeln. Junge! Lass mich rein. Spring rein, Mason. Wie wär's, wenn sich das Ding in Bewegung setzt? Sehr gut, Bruder. Eldritch hätte wissen müssen, dass wir hinter ihm her sind. Aber es kann halt nicht jeder ein verdammtes Genie sein. Operation Gauss. Oh, er bewegt sich zum Glück. Besser als der vorherige Mate. Hoffentlich gibt es noch so eine richtige geile Schleichmission. Das wär übelst geil. So wie früher in COD 4, also im ersten Modern Warfare, die geile Sniper-Mission in. Hey, hör auf, ich habe die 50.000 Mal gespielt. War so geil. Vor allem immer der Moment, wenn man zwischen den Panzern lag, so ja. Kurz vorm Einscheißen war, weil man genau wusste: Shit, wenn ich mich bewege, sehen die mich vielleicht doch. Ja, alle im Puder soffen hier. Was ist mit euch los? Hügelche. So, dann geht's jetzt hier zur nächsten Mission, hä? Ich geh aufs Schiff. Betäubungspistole. What? Grundriss von Franz Kraus Wohnung. Let's go. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Ah. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov wird, wird er getötet oder festgenommen. Granat, klasse, Falschgranat. Damn. Ach ja. Riss in der Mauer.
Stop it. Ja. Wir sind gerade unter der Mauer durch. Oder macht echt nicht lang. Oh, ich bin in Ost-Berlin. So. Jetzt kommen zwei aus ihm raus. Oh. Wir gehen gleich Instant-Style hier. Der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Nicht weiter auf deine Mutter. Nice. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide. Au. Ja, funktioniert bei denen leider nicht. Ihr fahrt noch weiter. Oh, aber Damage kommt rein. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Cool. Okay. Los geht's! Och, Junge. Vorsicht! Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Ah, okay. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschlagen. Für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Nee. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt. Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch sicher eine Lösung. Jetzt! Was zum... Oh, oh, ich bin blind. Sehr gut. Machen wir hier sauber. Raus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Hör doch auf, mit Zeug anzuwerfen. Vorsicht, Scheinwerfer! Oh shit. Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Lol. Kommt jetzt keiner mehr ins Spiel? Stehe ich jetzt schon wieder allein rum? Ärgerlich. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Verdammt! Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Oha. Und? Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Mhm. Geil. Gute Arbeit. Das ist er. Das ist Kraus. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Mir nach. Bleib hier. Wunderschön. Oha. Ja, der war fix. Park, Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Ach ja. Verstanden. Genau.
Komm schon, gib Gas, Oppi. Oh nee. Jo, der hat reingehauen. Das Kraus Wolkow in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Blauen Schirm bei sich, okay. Bell, halte nach dem blauen Schirm Ausschau. Servus. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Greta. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Game. Hallo, Game. Aha. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Wolkow. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Wolkow her? Wie lange wird Wolkow in Berlin sein? Was wissen Sie über den Kurier darüber? Die Polizei ist heute Abend ziemlich präsent. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Er weiß, ich will jetzt mal eine Runde Ansprung, richtig geschmeidig mit einem Mage mehr als einen Tag. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung zwei Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Sie finden ihn hier. Ich werde sehen, was ich machen kann. Dankeschön. Achtung, Bell. Ich glaube, Wolkow kommt rein. Durch die Toiletten. Ich halte sie auf. Oha, shit. Leute, was geht ab? Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Wolkow. Öffnen Sie die Tür. Oha, ziemlich sportlich. Oh. Tarnung, bleibt versteckt, um nicht entdeckt zu werden. Feinde werden animiert, wenn das rote Symbol blinkt und die Anzeige gefüllt ist. Ich wohne gleich über den Platz da drüben. Ich brauche mehr Zeit. Wir waren auf dem Heimweg. Triff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Ich bleibe nach bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Sie beide, Ihre Papiere. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Komm, Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall. Ist der weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Moin. Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Panzerfaust. Das ist Bait. What the fuck?
Laderei immer. Der hat seine Mann. Da gehen wir hin. Die machen wir lang. Du siehst mich nicht. Das ist nicht gerade leise vorgegangen jetzt, aber schade. Boah. Was ist jetzt mit den zwei Zielen, wo hier leuchten? Meister? Meister. Richtig schön, Boys zu verteilen. Das ist ja gut. Ruhig nicht wieder. Ja. Eilung. Wir hauen da hinten, wenn der geht schneller. Hey. Lassen Sie mich gehen. Schuss! Bitte. What the fuck? Ich bin nicht der, den Sie suchen. Kenne ich von Bildern. Ja. Ah ja. So liege ich auch immer. Du, das ist bequem, das glaubst du gar nicht. Hans Weber, Lies Lukas. Was? Fuck, jetzt habe ich nicht drauf geguckt. Was ist passiert? Ich habe ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie Sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Retten, gehen Sie. Schießen Sie, waren vor. Was stand in dem Papier? Man kann diesen Leuten nicht trauen. Jo, beruhig dich. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Ich warte auf Ihre Nachricht. Ein Scheißding. Au. Scheiß Kugel. Ich habe die Acke nicht lesen können. Oh ne, da kommt er ja schon raus jetzt. Wenn du das unauffällig nennst, helf uns Gott. Folge mir. Ja, komm. Sei still, sonst verpfeifen uns die. Oh, das steht schon da oben. Es geht ab. Ja, wiederbeleb halt nicht. Au. Ein paar
Bank ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus. Die Viecher, ey, richtig nervige Dinge. Ich wollte hier ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Ich hier rein, ganz blöde Idee. Park ist gleich voraus. Oh. Okay. Okay. Wieso hört er mit der Wiederbelebung immer wieder auf? Vor ein paar Minuten hat ein Wagen bei Kraus Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus ja, telefoniert ja. Ich kenne die Prozedur. Niemand ist mir durch den Kontrollpunkt gefolgt. Ja, Augen auf Kraus. Der Aktenkörper ist sicher. Ich hatte ihn die ganze Zeit bei mir. So, easy. Oder auch nicht. Ach, der denn wieder für einen Hürdenlauf hier? Oha. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Ich mach's. Bell übernimmt. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach. Waffe. Ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Messer? Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Messer. Reizend. Hier gibt's ja keine Dingsbums, oder? Nein, sieht nicht so aus. Ich würde gerne. Hier gibt's nichts. Die Stasi hält jeden Ast. Sei vorsichtig. Bell, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Bell, wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Du kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ja. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Die alte. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, sie haben sich. Ja, ich höre dich. Sie wird stundenlang gemacht. Räum auf. Immer halb blind, wenn das Ding hochgeht. Schlafe ein bisschen. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Papa, kommst du? Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Birne. Holy shit, Alter. Beweisstück 1 haben wir gerade gesammelt. Die
ist der wieder hoch? Nächster Anstieg, nächster Elite. Hoch da. Oder war unten? Oh! Ich verliere Kraus immer auf den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich. Ja, ist ja gut. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Geht jetzt ab. Stressige Sache. Geht dann hier in die Schublade auf, oder was? Oh oh. Knick. Ich kapiere es nicht. Ah, hier ist ein Fingerabdruck. Ohohohoho. Bell, hast du den Aktenkoffer gefunden? Hä, hey, wiederbelebt doch. Hier den Teilsender und dann verschwinde. Bloß weg. Untersteh dich. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Au. Aber ich habe ihn hergebracht. Geh weg. Deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Ah, endlich. Perseus hätte ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Gar nicht okay. Leck mich, Arschloch.